So, wir fangen mit einem Mulligan an, behaupte ich. Aber das ist eine relativ gute 6. Der Gegner hat wenigstens mitgemacht. Wie in der Schule. Force behalten wir einfach, ne? Jo. Ja, jedes Land sind wir nicht undankbar und Force ist gar nicht so schlecht. Haben wir die Möglichkeit, unser Mysteries zu zocken. Mysteries ist eine Karte, die dieser Hand schon echt gut machen könnte. Oho, ich ahne Schreckliches. Er wird jetzt den Sluice legen, dann equippen, dann sind die Clue machen, dann für Infinite reinsteigen. Gibt das Ding First Strike? Wirklich? In der Tat. Immer zuerst den Accomplice, ne? Jo. Also in Blau, spielt er dann Blau-Grün oder Blau-Rot? Heirloom ist auf jeden Fall eine echt scary Karte. Können viele sehr absurde Sachen mit passieren. Naja, gerade wenn du irgendwie so ein Deck wie unseres hast, hast du das Gefühl, du kannst nicht mehr gewinnen. Wir haben auch keine Möglichkeit, das Erbe wegzukriegen. Ich Wir glaube sind jetzt nicht. auch nicht schnell genug, dass unser Gegner sagt, okay, ich habe jetzt nicht viel Zeit. Ja, wir können nicht so, also. Es sei denn, er macht jetzt einfach nichts, so wie jetzt, dann geht's. Alum auf diesem. Es gibt so viele Kreaturen, auf denen Alum auch richtig krass ist. Dieser 2-1er, der auf einmal 3-2 fliegend wird, kostet ja noch nicht mal Mana. Das heißt, der ist dann 6-4 fliegend. Dann hier dieser Illustre Tormentor, der dann selbst auf der Rückseite irgendwie 3-4 unzerstörbar und blockbar ist. Ja. Aber in Schwarz-Blau ist die Karte nicht so scary. Ja, die beiden Karten, die ich gesagt habe, waren schwarz. Ja, aber das eine ist eine Uncommon, das andere ist eine Rare. Also in einem grün-roten Deck, wenn der Gegner das legt, da denke ich mir, okay. Rattlesnakes? Ja, ist gut. Ja, okay, also er will schon ein bisschen rumklonen. Na, hier überleg mal das Ding in die Eis. Neglected Heirloom. Wir trommeln einfach alles aus, oder? Na klar. Und hoffen, dass es reicht. Na, viele Chancen haben wir nicht. Müssen überlegen, was er spielt, je nachdem. Und dann sagen wir, throtteln das gleich. Wegen Tempo. Den würde ich rotten. Ja, das klingt äußerst fair. Wo wir mal auch erst den Tausch anbieten können. Können wir auch. Ja. Beziehungsweise wir würden dann einfach Survive the Night spielen, ne? Jetzt schon. Wenn er wirklich blockt, ohne Survive the Night, glaube ich, würde ich auch einfach tauschen lassen. Ja, klar. Ja, ne? Machen wir 7. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Dann spielen wir das Hotel. Jetzt machen wir nächste Runde wahrscheinlich 5 plus tauschen. Also Survive the Night gegen die Kreatur. Und dann sieht es euch ganz schlecht aus. Einzige Karte, die jetzt richtig, richtig kacke wäre, wäre. Biting Rain. Ding. Bam. Wow. Wir haben auch eine sehr stabile Drop-Anzahl von Kreaturen gezogen, die noch wiederkommen. Was kommt jetzt? Ach man, Skrutini. minus 4, minus 0. Weißt du, was unser Gegner, glaube ich, hat? Pech. Ja, aber weißt du, was er. Was seine Strategie ist oder sie nicht Pech haben. Kontrolle? Nee. Kannst du dich noch an unseren ersten Booster erinnern? Nee, warte mal, im zweiten Booster? Nee, warte mal, erster Booster. Ich glaube, es war zweites Booster. Auf jeden Fall war dann Rise from the Tides drin. Ah, ja, durchaus möglich. Ich glaube, der will das machen. Es gibt leider nichts, das ist den Friedhof exiled, außer dieses Shambleback. Könnten uns überlegen. Nee. Können wir nicht? Meinst du die Wessel? Findest du nicht gut?
Eigentlich so gar nicht. Eigentlich so wirklich gar nicht. Nee. Also lassen wir es erstmal so und gucken uns das an. Könnten überlegen, noch so einen Hund zu spielen. Ein Hund. Diesen Stallion of Ashmouth. Und vielleicht keine Apparatus. Na gut, aber gegen den Lothar oder so. Ich kann mir vorstellen, dass die Ratten nicht so wichtig sind gegen ihn. Man könnte auch den Revenant reinboarden und sagen, okay, wir haben vielleicht Sachen, die so drunter durchschlüpfen noch, ein bisschen extra Schaden machen. Nee. Okay. Dann wahrscheinlich. Der Tausch? Ja. Okay. Können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Ja, viele Optionen haben wir nicht. Wir haben noch den, das, ja, wir haben noch Skelett und diesen Tapper im Sideboard, aber das wollen wir irgendwie beides nicht. Die anderen sind schon fertig übrigens. Wow. Mit 2:0 nach 6 Minuten. Ich glaube, da ist einer einfach gequittet, oder? Weiß ich nicht, aber ja, unser Spiel war ja schon schnell eigentlich. Also 2:0 in 6 Minuten Das finde ich krass. schafft nur Robin. Naja, gut, er hat vielleicht auch viermal Insta conceded und dann Garage quittet. Nachdem der Gegner 2:2 gelegt hat. Ja, 6 Minuten sind auf Mediolanum jetzt nicht so super wenig. Da kann man schon was machen. Also es waren nicht zwei normale Spieler. Es war auch nicht mal ein Weiß nicht, richtiger. so ein schönes Vampir-Deck kann natürlich schon einen guten Start machen. Ich würde 20 Euro jetzt sofort drauf wetten. Die Spieler Wir nicht. können leider nicht sehen, wann es passiert ist, ne? 20 Euro jetzt sofort. Wer war denn das? Mr. The Bright Side of Life. Ja, na gut, der hat wahrscheinlich nicht conceded. Weil, also, wo ist denn da die Bright Side? Ja, dann setzen wir die Erfolgsserie des Mulligans fort. Oh. Ja. Muss, ne? Muss. Können wir hoffen, dass wir vielleicht den Tooth Collector mit unserem, also den gegnerischen Looter mit unserem Tooth Collector erwischen? Ja, wir haben noch nicht verloren. Nö, zwei Länder auch und dann geht's eigentlich. Spielt man den Apparat jetzt? Ja. Gibt in den Farben keine Werbe, für die ich vielleicht vom Flippen beschützen möchte und ich habe ihn einfach gern liegen. Du legst also gern deinen Apparat auf den Tisch. Ja. Aha, guck mal. Target acquired. Ebene gezogen. GG. Schon haben wir auf 6 die Mulligan. Ich würde Folgendes vorschlagen. Unser Gegner hat jetzt Land, Looter. Wir ziehen dann den Tooth Collector und spielen den Tooth Collector. Und dann spielen wir den anderen und dann sind wir auch schon ein Paar. Wir machen die Ratte kaputt. Jetzt Counterspells hier. Das wäre gut gewesen. Es gibt nur den Broken. Na, Der und dieses kostet ein war's Blau. exiliert. Das hätte er haben können. Das war exiliert. Ja, das ist ein Counterspell für Kreaturen, die er exiliert. Ah, Deny Existence, ja. Das stimmt. Aber den spielt inzwischen doch niemand. Okay, unser Gegner cycelt sich durch. Jetzt noch so einen Hund zu legen, wäre eigentlich schön. Ja, nehmen wir die Krähe, ist auch fair. Krähe kann vielleicht für Delirium sorgen, obwohl wir jetzt zusammen mit. Oh, Enchantment. Jetzt zusammen mit Artefakt und der Aura kommen wir schon eigentlich ganz gut zum Delirium. Okay, wir haben einen Plan. Unser Gegner anscheinend auch einen Plan. Ja, Rise von the Tides klingt schon sehr wahrscheinlich. Na dann. Wie viele Token müsste man machen, damit es akzeptabel ist? So 5? Dann muss er noch 3 Spells spielen und einmal sich austappen für einen Effekt, der nichts macht. Erstmal. Rise of the Tides sind dann richtig gut, wenn man sie mit Karten paaren kann, die
so schöne Sweeper darstellen. Also zum Beispiel dieses Ding, was alle Kreaturen bounce für Inseln. Das wäre echt gut. Oder jetzt Biting Rain natürlich. Ansonsten hat Schwarz nicht so viele Sachen, die irgendwas kaputt machen. Oder Massen kaputt machen. Oh. Auch da. Binden wir den einfach? Ich finde es gut, den zu binden. Ja, ne. Wir wollen eh potenziell sehr bald ein Land opfern, damit wir Delirium haben. Man kann ja auch einfach so ein Land opfern, ne? Also, du Auch musst ohne ja, es verschieben? ich denke schon. Du wählst einfach die Kreatur als Target und dann ist gut. Ja, das ist gut. Jetzt wird hier das Gute nehmen. Oh, okay. Und dann geht das schon auf 9. Potenziell auf 7. Da macht Press for Answers schon irgendwie Sinn. Den Tappet, come on. Do something. Schwarz, schwarz, schwarz. Okay. Naja. Das ist interessant. Wir wollen wahrscheinlich umschieben, ja? Und den Stallion müssen wir den equippen? Nee, müssen wir gar nicht, ne? Wir könnten halt auch könnten halt auch den Tooth Collector mit dem Sensor equippen, weil der dann auch schon 5 Power Na, oder dann blockt er einfach den Tooth Collector. Ja, aber dann tauschen wir halt zumindestens. Das findest du gut. Weil irgendwas tauscht auf jeden Fall, ne? Nö, wir können ihn einfach zwingen zu jumpen. Zwingen zu Also, na, jumpen. zwingen nicht. Mal angenommen, wir schieben das um. Dann haben wir hier sieben, Wir fünf, kommen halt nicht auf Delirium. sechs. Es sei denn, wir schieben um und opfern den Apparat. Genau. Ah, okay. Also Das hast würde ja du. reichen. Weil Das. er ist auf 7 mit dem Apparat opfern. 1, 2, 3. Okay. Du willst den Apparat direkt auf den Gegner schießen, ne? Ja. Ah, das ist natürlich sehr clever, weil dann geht unser Gegner auf 7. Dann equippen wir die Krähe. Na, Rest vom Mana her nicht. Achso, ja, richtig. Unser Gegner geht auf 7. Dann ist es vielleicht schon am besten, den Tooth Collector zu equipen und mit den anderen reinzugehen. Zeig mir mal dieses Bound by Moonsilver, bitte. Permanent. Okay. Das heißt, theoretisch könnten wir auch unser Sensor opfern. Na gut, aber das gibt uns plus eins plus eins. Und equipen auch. Ach so, ja, dann haben wir immer kein weil wir dann kein Land haben. Man könnte auch die Krähe opfern. Das hört sich auch nicht richtig an. Das ist halt schon sehr streng. Wahrscheinlich werden wir einfach umequippen. Dann den Sensor Krähe. auf die Krähe, auf den Hund legen. Es ist immer noch ein Pferd. Den Albtraum. Ja, also auf das Pferd legen. Dann kann er den Tooth Collector blocken. Aber wir können immer noch 5, 6 Schaden machen. Alternativ dazu können wir natürlich auch den Tooth Collector equippen, aber der wird dann sowieso geblockt. Warum jetzt hier überhaupt tauschen? Was meinst du? Achso, du willst einfach nur mit der Krähe und mit dem Pferd Ja, angreifen? dann sieht die nächste Runde einfach noch düsterer aus. Hm. Und dann haben wir nämlich auch das Mana. Also, wir equippen zuerst den Stallion. Na? Kann man machen.
Ist auch schade, dass wir das Bound nur einmal benutzen können. Sonst könnte man natürlich einfach Land und Artefakt opfern. Interessant, dass es nicht wirklich geht. Ne? Level Creature in this Battlefield. Ja, jetzt will er wahrscheinlich blocken. Ich frage mich, ob es vielleicht nicht sogar besser ist, einfach wirklich mit einem Mann zu greifen, um mehr Damage zu machen. Ja, ich finde nicht, weil da so voll wie seine Hand ist. Du meinst, der macht, er kann nicht so viel gegen Flieger und dicke Kreatur machen? Ja. Okay. Der ist nicht so super klasse. Wollen wir den einfach umholzen? Ja, finde ich schon. Ja, dann macht das Pferd nämlich auch viel Schaden. Na, dann rein da, ne? What could possibly go wrong? Ja, könnte er noch einen Bounce haben. Ja, man könnte halt den Sensor auf den Tooth Collector equippen. Damit. Ja, aber das Mana fehlt uns ja sowieso. Aber so ist ja auch noch. Na, wenn wir Mana mehr gehabt hätten, dann wäre das wie viel gewesen, egal ob er eine von beiden Karten wegmachen kann. Aber so macht ja dieses Pferd auch nur. Ach nee, das Pferd macht ja 5 Schaden. Das wäre auf jeden Fall richtig gewesen. Ach nee, es ist ja dann nur noch 3-3. Richtig, genau. Wir hätten einmal umkippen müssen, um zweimal zu pumpen. Das heißt, wir brauchen 6 Mana. Das heißt, hätten wir das 6. Land gezogen, hätten wir einfach umkippen sollen. Weil dann machen beide 5 und der Flieger 2. Ah ja, weil der Tooth Collector noch mehr davon profitiert. Genau. Naja, sehr schön jedenfalls. Sehr schnelles Match. Sehen wir uns im Finale.